Meine Damen und Herren, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video, in dem wir uns wunderschöne gemoddete Mario Kart 8 Strecken anschauen. Bevor wir jetzt aber das Video starten, gehe ich nochmal kurz BC machen. I'm back again, guys. Ich hoffe wirklich, dass es euch gut geht, Freunde. Ich habe richtig gute Laune und ich glaube, wir haben heute auch Baba-Strecken. Es ist wirklich, dieses Mario Kart 8 Modding-Projekt macht mir sehr, sehr viel Spaß und heute werden wir, glaube ich, ziemlich coolen Stuff sehen. Ich habe mir mal die Vorschaubilder nur angeschaut. In diesem Sinne würde ich sagen, lasst uns gar nicht viel Zeit verlieren. Falls ihr Bock auf das Ganze habt, ihr wisst, wie ihr es supporten könnt. Ich muss euch das nicht erzählen. Und jetzt ganz viel Spaß mit dem Video. Hier wären wir und unser neuer Charakter, den wir heute spielen, ist der gute Zoroark, der hier in seinem dicken Benzer SL? Es ist ein 300 SL, in dem er sitzt. Ich habe das mal kurz vom Nummernschild abgelesen. Ja, und der cruist so ein bisschen durch die Streets und schaut so ein bisschen, was er so im Mario-Universum so liefern kann. Das ist ein Charakter, der über Luigi geht. Und auch mit eigenem Emblem und so weiter. Also sehr, sehr, sehr geil ausgearbeitet. Und den Sternencup werden wir heute spielen mit einer Canyon-Strecke, die ihr gerade nicht richtig seht. Vertraut mir, es ist ein wunderschöner Canyon. Der Delfin-Lagune, das könnte der Dino-Dschungel aus Double Dash sein. Dann irgendeine Anime-Strecke, die ich nicht kenne. Und die Wario-Abfahrt sieht ultra special aus. Schauen wir uns das Ganze an. Stay hydrated, Freunde. So, hier wären wir. Und die Strecke haben wir vor 2 Jahren schon mal gespielt. Und das ist eine Hammer-Custom-Strecke, weil die wirklich komplett neu ist. Also das ist wirklich eine komplett mit 3D-Modellen designte Mario-Kart-Strecke, die natürlich dementsprechend ein bisschen holprig aussieht, aber hier steckt halt viel, viel mehr Arbeit drin, als in einem Port aus einer Wii-Strecke, sage ich mal, oder so. Weil das hier halt wirklich komplett neu ist. Und ich liebe das. Wir müssen mal kurz auf die Musik achten. Ich habe absolut keinen Schimmer, was das ist. Ich habe echt keinen Plan. Also im ersten Moment dachte ich jetzt irgendwie Yoshi, aber irgendwie glaube ich nicht, dass es Yoshi-Mucke ist. Aber die Strecke ist so geil. Vor allem, die ist halt natürlich nicht in so einem typischen Mario-Comic-Look gehalten, sondern die ist so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, realistischer gehalten. Ich glaube, das kann man schon so nennen. Und ich finde, das fährt sich halt, aua, wirklich, wirklich gut. Die Mucke geht voll ab. So richtige Good-Vibe-Mucke. So Hot-Tub-Vibes. Ey, ich feiere die. Vor allem, es kommt noch so ein bisschen so dieses Canyon-Feeling rüber. Es könnte auch irgendwie straight aus so einem Donkey Kong-Game kommen. Wobei es so ein Donkey Kong-Game wahrscheinlich ein bisschen zu modern wäre. Hier ist, glaube ich, eine Abkürzung, habe ich gerade gesehen. Und was, oh nee, ich wollte gerade sagen, was auch noch dazu kommt, ist, dass die, doch, wartet mal. Also irgendwie ist die Minimap customized, aber irgendwie passt sie nicht. Also es ist eine neue Minimap und so prinzipiell würde die, glaube ich, schon auf diese Strecke passen. Aber irgendwie wurde die nicht richtig ausgerichtet oder so. Ich kann das jetzt gerade gar nicht genau sagen. Aber es ist sehr, sehr, sehr fresh. Und wie gesagt, vielleicht kommt das aus einem anderen Game, welches ich nicht kenne. Ich würde jetzt aber mal straight behaupten, dadurch, dass es alles noch so ein bisschen ruckelig ist, dass es wirklich ein eigens erstelltes 3D-Modell ist. Und wenn dem so ist, die größten Props, die es gibt an den Entwickler. Das ist guter Stuff. No! Da mache ich einen Abflug. Oh mein Gott, die hängen mir alle am Arsch. Holy shit. Die Bots sind, ach, halt doch die Fresse. Die Bots sind hier richtig gut programmiert. Und jetzt geht die Mucke auch nochmal richtig ab. Ey, ey. Mann, ich krieg keine Items. Warum bist du so fett, Daisy? Ey. Tja, Blue Shell. Du Sau. Da schlägt die Blue Shell in der Luft ein und Zoroark düst wieder auf die 1. Nice. Nice, nice, nice. Auf einer freshen, neu designten Strecke. Erster Platz in dem geilen Rennen mit Zoroark im SL. So kann es weitergehen. So, und jetzt kommt hier die, eine S, okay, die sieht ja mal, das ist die Delfin-Lagune. Und entweder buggt jetzt die Grafik oder diese Strecke ist ganz bewusst in so einem, wie nennt man das? Ja, kann man dazu Roblox-Stil sagen? Also in so einem super Polygon-Farbstil, ich kann das gar nicht sagen. Ich weiß nicht, ob ich das schön oder hässlich finde. Im ersten Moment dachte ich, Alter, was habe ich denn jetzt hier für einen Grafikbug? Ich glaube aber mittlerweile gar nicht mehr, dass es ein Grafikbug ist.
Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Ich finde es übrigens immer noch geil, wie hier einfach die Cookies auf der Straße liegen. Aber hier sieht es irgendwie schon sehr broken aus. Also jetzt glaube ich, ist das ein Grafikbug? Doch, muss es fast sein. Aber irgendwie sieht es ja doch geil aus. Ich bin confused, Leute. Aber das war die erste Runde. Und auch diese Strecke fährt sich wirklich richtig, richtig gut. Klar, das ist jetzt auch ein Port, ne? Dementsprechend ist es ja quasi schon eine Nintendo-approved Strecke. Aber, naja, die muss man ja auch erstmal nochmal schön rüberporten. Und wenn wir jetzt mal die Texturen außer Acht lassen, ne? Dann fährt sich das Ding hier echt gut. So, und hier probieren wir jetzt gleich mal einen anderen Weg aus, damit wir hier auch schön alles zu Gesicht bekommen. Das soll, glaube ich, eine Art Abkürzung darstellen, ne? So ein dünnerer Weg. In Double Dash habe ich diesen Weg nie hinbekommen, weil ich die Double Dash-Steuerung ganz, ganz gruselig finde. Sorry an alle Double Dash-Fans, aber ich komme mit dem Game null klar. Da könnt ihr auch in mein Let's Play gucken, was ich vor Ewigkeiten mal gemacht habe. Aber die Mucke kommt definitiv aus der Delfin Lagune. Also die wurde nicht ersetzt. Schade eigentlich. Die Dino-Dschungel-Mucke war eigentlich ziemlich fresh, muss ich zugeben. Aber nicht so schlimm. Oh shit! Da kommt einfach Yoshi vorbei und böllert mich weg. Ich wollte gerade mit euch über die Stimmausgabe von Zoroark reden, weil ich irgendwie nicht ganz verstehe, warum der so schreit. Also ob das wirklich seine Voice ist oder nicht. Ich vermute mal eher nicht. Aber ich meine, Luigis Stimme ist es auch nicht. Das heißt, sie muss auf jeden Fall angepasst sein. Aber jetzt sieht sie richtig schlecht aus. Wenn das jetzt hier böse läuft, dann mache ich hier einen Abflug und komme auf Platz 2 ins Ziel. Aber nicht mit mir. Yoshi frisst das! Du bist so ein Sieger! Ah, erstmal ein Sip aus dem Siegergetränk. Ja, kein Problem, Freunde. Einfach verdienter erster Platz. So, und jetzt kommt diese Anime-Strecke und... habe ich die schon mal gesehen früher? Also irgendwie kommt die mir bekannt vor. Und wir haben auch Custom Music. Wir achten mal drauf. Oh shit, da kann man runterfallen. Ich hatte irgendwie gedacht, dass da jetzt... Ey! Ich hätte gedacht, dass da jetzt vielleicht unsichtbare Mauern sind oder so. Aber nicht, hier kann man droppen. Oh, das ist natürlich problematisch. Okay. Ja, man fährt in so einem realistischen Setting. Da wohnen einfach Yoshis und, keine Ahnung, chillen da ihr Leben an der Rennstrecke. Und hier ist überall irgendwie so Essenswerbung oder so. Auch eine Strecke, die man so wahrscheinlich niemals in Mario Kart sehen würde. Allein vom Artstyle her. Steak-Werbung da drüben. Erinnert mich ein bisschen an Color Splash. Ja, das ist irgendeine japanische Mucke. Die Strecke fährt sich geil. Und ich sehe auch gerade, wir fahren 4 Runden. Das seht ihr nicht, weil meine Facecam drüber ist. Wir fahren 4 Runden. Vertraut mir, Freunde. Ey, irgendwie hat das was. Da kommt so richtig geiles Racing-Feeling auf, weil es eben keine großen Schanzen oder Loopings, Unterwassersektionen gibt. Sondern es ist einfach so eine richtig geile Racing-Atmosphäre. Du fährst einfach über den Asphalt und versuchst einfach hier richtig schön viel Geschwindigkeit rauszuholen und einfach richtig geil gegen die anderen zu racen. Das fühlt sich fast ein bisschen wie so ein Go-Kart-Rennen. Also geil, geiler Vibe. Die Strecke ist simpel, aber gefällt mir sehr, sehr gut. Im Hintergrund auch noch eine Großstadt fällt mir gerade auf. Habe ich bisher noch gar nicht drauf geachtet. Richtig schöne Wolkenkratzer. Soll das irgendwie so mitten in, keine Ahnung, Tokio sein oder so? Oder New York City? Keine Ahnung, wo hier sowas aufgebaut wird. Aber ich vermute mal, es kommt halt aus irgendeinem Japan-Racer, wenn ich das Vorschaubild richtig gedeutet habe. Und passt hier mega gut rein. Fresh! So, und jetzt kommt mein persönliches Highlight. Und obwohl es nur eine umtexturierte Strecke ist, ich meine, den Streckenverlauf kennen wir, finde ich das einfach mal so krass. Freunde, es ist die Wario-Abfahrt, aber im Sommer. Und man fährt jetzt hier keinen Gletscher und dann eine Skipiste nach unten, ne? Sondern man fährt hier einfach legit durchs Gebirge mit irgendwelchen Sesselliften, ne? Wo Touristen vorbeikommen. Und obwohl man, wie gesagt, den Streckenverlauf kennt, es fühlt sich, also das kann man nicht anders sagen, es fühlt sich wie eine komplett neue Strecke an. Und ich bin mir gar nicht sicher, welchen Vibe ich cooler finde. Natürlich kennen wir mittlerweile schon den Wintervibe und ist daran gewöhnt. Und der Schneeeffekt wurde leider nicht rausgemacht, war wahrscheinlich ein bisschen schwer. Aber das, jetzt mal ernsthaft, so eine schöne alpine Gebirgsstrecke, ey, wäre doch mal richtig fresh. Ich glaube, die letzte alpine Strecke oder so, ich sag mal so ein bisschen Gebirgsstrecke, müsste, glaube ich, aus Mario Kart 7
diese, oh, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißt. Die war, glaube ich, im ersten Cup, diese Ziegenstrecke, wo dann diese Ziegen über die Fahrbahn laufen. Die finde ich vom Vibe auch schon geil. Und auch in Donkey Kong Country Tropical Freeze ist ja die zweite Welt, diese Gebirgswelt, die ich auch ultra geil finde. Also ich stehe total auf dieses sommerliche Gebirgsfeeling. Und dass einfach so eine simple Umtexturierung so einer Strecke ein komplett neues Gesicht gibt, finde ich schon krass. Finde ich schon krass. Ne? Auch die Bäume natürlich nicht mehr mit Schnee bedeckt, sondern jetzt schön blühende Nadelbäume. Und man fährt die einfach durch. Das ist der Hammer. Also, dass das tatsächlich, obwohl es keine neue Strecke ist und ich ja selten ein Fan von Ports und Wiederverwendung und so weiter bin, ist das, glaube ich, mein persönliches Highlight dieses Cups. Das ist der Shit. Ey, damn. Ich staune viel zu viel. Wahrscheinlich werde ich jetzt bald unglaubwürdig, weil ich das so nice finde. Aber no joke, ich feiere das wirklich. Und jetzt geht's noch auf die Zielgerade zu. Da sieht man im Hintergrund sogar die Wiesen. Und dieses Stadion da hinten mit den moosbewachsenen Häusern. Ey, das ist so geil. Was für ein fresher Vibe. Ey, Zoroark, den ersten Platz hast du dir auf dieser Baba-Strecke aber sowas von verdient. Richtig, richtig gut. Das war saunice. Wirklich, wirklich gut. Ja, meine lieben Freunde, und das soll es auch schon wieder für heute gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet sehr viel Spaß. Beim nächsten Mal gibt es dann den Spezialcup, glaube ich. Das ist der letzte Cup aus dem normalen Spiel. Da werden mit Sicherheit auch Baba-Strecken drin sein. Also gefühlt wird es wirklich von Cup zu Cup aktuell besser. Also vielleicht beim nächsten Mal das absolute Highlight bisher. Abonniert gerne, wenn ihr das nicht verpassen wollt. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zu einem neuen Video. Euer Hübi.